Es scheint so, als seien die Finanzmärkte nach den turbulenten vergangenen Wochen wieder ein bisschen ins Sommerloch zurückgefallen. Für den deutschen Aktienindex hieß das eine ganz enge Handelsspanne rund um die Marke von 7.400 Punkten bei insgesamt dünnen Handel. Aktuell schließen wir auch ganz nah an der Marke von 7.400, nämlich bei 7.398 Zähler. Das ist ein Minus von 0,2%. Am Nachmittag brachten auch schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Märkte nicht aus der Spur. Die Industrieproduktion in der Region New York ist deutlich schwächer ausgefallen als von den Analysten erwartet. Und trotzdem sehen wir bei den amerikanischen Märkten nur ganz leichte Abschläge. 0,3% das Minus beim Dow Jones, 0,2% beim Nasdaq-Index. Euro-Dollar bei 1,3120. Wir waren heute schon bis auf 1,3080 zurückgefallen. Danach erholte sich der Markt ein bisschen. Nach der deutlichen Rallye der zurückliegenden Tage hat sich auch der Preis des Goldes stabilisiert, nämlich bei 1.770 Dollar je Feinunze. Zwei bemerkenswerte Kursbewegungen gab es innerhalb des deutschen Aktienindex. Größter Verlierer, die Aktie von ThyssenKrupp. Die Analysten von UBS haben den Wert nach unten gestuft. Dann gab es noch eine Gewinnwarnung eines Konkurrenten. Das alles reichte zum Handelsschluss für ein Minus von 4,7%. Größter Gewinner war die Aktie der Commerzbank, plus 3,3%. Dort gab es eigentlich keine neuen marktbewegenden Nachrichten. Weiterhin eine Erholung, insbesondere bei den Banken, von denen vor allem die Aktie der Commerzbank profitierte. Und last but not least ein kurzer Blick auf eine Anleihe, die ab heute an der Börse Stuttgart gezeichnet werden kann. Es ist ein Papier des Online-Händlers getgoods.de. Laufzeit 5 Jahre, also bis 2017. Coupon liegt bei 7,75% und das Rating von Kreditreform bei dreifach B-, ein Papier, das im Bond-M-Segment gelistet sein wird.